Weil du nach Zwiebeln stinkst. Hallihallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von Hipster, euer Musik- und Lifestyle-Magazin. Heute gibt es für euch eine großartige Vielfalt von Beiträgen, deswegen will ich gar nicht lange quatschen, sondern kurz sagen, worum es geht. Wir haben zum Beispiel den Praxistest des neuen Trendgetränkes Papatürk für euch dabei. Wir waren auf dem 5-jährigen Jubiläum von Paderborn passt in keine Schublade, einem kleinen Musiknachwuchsfestival. Und außerdem gibt es für euch am Ende mal wieder eine Kleinigkeit zu gewinnen, plus die Gewinner des letzten Gewinnspiels. Wir starten mit unserem Papatürk-Beitrag. Die zwei Erfinder des Getränks haben sich überlegt, verflixt, zu allem gibt es den passenden Drink. Rotwein zum Rinderbraten, Bier zur Bratwurst. Aber was trinken wir zum Döner? Cola kann ja jeder. An diesem wunderschönen Herbsttag haben wir uns vor dem Dönerladen unseres Vertrauens zusammengefunden. Ich habe den Nico aus der Pau-Redaktion dabei. Sag hallo, Nico. Hallo, Erzrivale. Ja, ist auch schön, dich hier zu haben. Nico weiß nicht ganz genau, warum wir hier sind. Er weiß nur, es geht um Döner. Aber vor allen Dingen geht es um diesen kleinen Zaubertrank hier. Uns wurde Großartiges darüber berichtet und wir wollen jetzt mal ausprobieren, ob das Zeug hält, was es verspricht. Moin, zweimal Döner mit alles bitte und ordentlich Zwiebeln. So, Nico, du weißt ja noch gar nicht, worum es geht. Nee, keine Ahnung. Das ist schön, aber wir erklären es jetzt trotzdem einfach mal. Das ist der Dirk. Dirk isst gerne Döner. Aber Döner macht Dirk nicht nur schöner, sondern auch einen ganz schlechten Atem. Dafür gibt es jetzt Papatürk. Wenn Dirk einen Döner isst und dazu eine Flasche Papatürk trinkt, dann sorgt das für einen ganz angenehmen Geruch. Soweit zumindest die Theorie. Aber funktioniert das wirklich? Ja, soweit die Wirkweise verstanden? Ja, ist ja nicht so schwer. Richtig, ist gar nicht so kompliziert. Wir wissen natürlich noch nicht, ob es gut wirkt, aber wie gesagt, wir hören sehr viele gute Sachen darüber und wollen dann natürlich nachher den Praxistest starten. Das heißt, wir gehen, wenn wir den Döner gegessen und das Getränk getrunken haben, in die Innenstadt, werden einfach mal ein paar Leute anhauchen im weitesten Sinne und gucken, ob sie herausfinden, dass wir vorher einen Döner gegessen haben. Ach so, ich habe eine Klitzekleinigkeit vergessen. Du wirst natürlich dieses Getränk noch nicht zu dir nehmen, damit wir einen Vergleich mit und ohne Papatürk haben. Soweit einverstanden? Ist im Prinzip auch egal. Kann ja jetzt losgehen. Ja. Großartig. Riecht, wie ich gelesen habe, so ein bisschen minzig. Für dich? Wegen 8 und grüne 9. Aber wirklich, ist es dadurch, dass das nicht so, ist es auch nicht so süß. Es ist eher so, eine dezente Süße. Dezente Süße, dezentes Minzaroma. Das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen was, wo man sich dran gewöhnen muss. Ne? Er erinnert sich an Club Mate, den mag ich bis heute nicht. Und so viele Leute feiern ihn ab. So, nachdem wir jetzt halbwegs ästhetisch den Döner in uns hereingeschaufelt haben und meine erste Flasche Papatürk auch inzwischen leer ist, können wir vielleicht zum Fazit kommen. Nico, was sagst du zu dem Döner? Ja, du hast es ja provoziert, indem du gesagt hast, extra viel Zwiebeln. Davon mal ganz ab, war ja sehr lecker, auf jeden Fall. Aber ich habe doch so die eine oder andere Befürchtung bezüglich meines Atems. Ja, die Befürchtung kann ich sehr gut teilen. Ich habe die Zwiebeln wohl bemerkt beim Essen. Es war wirklich sehr lecker. Aber ich habe schon das Gefühl, die Wirkung von Papatürk entfaltet sich gerade ein bisschen bei mir. Es ist also wesentlich angenehmer als sonst das Gefühl im Mund. Wir werden jetzt noch ein bisschen warten. In einer halben Stunde soll sich das ja so richtig erst entfalten. Bis dahin sind wir in der Stadt. Und ihr seht uns da jetzt.
Oder sind wir auch schon in der Innenstadt und werden mal testen, was uns das kleine Wundermittelchen so erbracht hat. Es geht darum, herauszufinden, wer von uns beiden gerade einen Döner gegessen hat. Und das darfst du jetzt durch einen kleinen Geruchstest herausfinden. Ist das nicht eine Ehre? Ja, super. Nico fängt an und wird dich einmal vorsichtig anhauchen. Tief einatmen. Okay, dann bin ich jetzt dran. Auch nach Döner. Ja, das ist gut zu wissen. Du sagst was? Dass es bei dir länger her ist und bei ihm vielleicht so vor einer halben Stunde oder so. Ja, das ist tatsächlich grundsätzlich nicht schlecht. Wir haben tatsächlich beide einen Döner gegessen. Damit gewinnst du schon mal die Flasche Papa Türk. Bitte sehr. Danke. Ist nicht schädlich, haben wir uns attestieren lassen. Bitte. Okay, das war Nummer 1 und jetzt bin ich dran. Das heißt, du, deine Antwort ist, wir haben beide einen Döner gegessen. Das ist die korrekte Antwort. Damit hast du die Flasche Papa Türk hier für dich gewonnen. Ja, jetzt ich. Was ist deine Antwort? Das ist der Mann. Ja? Bilde dir schon mal dein Bild und jetzt fragen wir erstmal die Begleitung. Habt ihr es beide gut wahrgenommen? Oder sollen wir nochmal? Der Geruch ist bei ihm intensiver auf jeden Fall, nach Zwiebeln. Dein Eindruck auch? Ja, ich sag du. Das ist grundsätzlich nicht schlecht. Ja, das bestätigt den Gesamteindruck, den wir hatten. Er riecht intensiver, ich nicht. Tatsächlich haben wir beide einen Döner gegessen. Durch dieses kleine Wundermittelchen namens Papa Türk, von dem ich euch jetzt feierlich unsere letzte Flasche überreiche, sorgt dafür, dass man, wenn man ihn beim Döneressen trinkt, hinterher weniger müffelt. Großartig, oder? So, alle unsere Flaschen Papa Türk sind vergeben. Da bleibt uns nur noch Zeit für ein kleines Fazit. Und das lautet, Papa Türk hilft tatsächlich gegen Dönergeruch. Er neutralisiert ihn nicht komplett. Viele haben bei mir noch so ein bisschen Zwiebeln riechen können. Allerdings haben wir auch wirklich viele Zwiebeln drauf gehabt. Habe ich recht, Nico? Ja, unfassbar. Also ich bin auch echt froh, dass das vorbei ist, der Gestank. Ich merke es ja immer noch im Mund. Also wirklich, Fazit, erstens, Nico stinkt. Und zweitens, wenn man das nicht möchte, so stinken wie Nico, trinkt man Fläschchen Papa Türk und dann hilft es auf jeden Fall ein bisschen. Warum das so ist, das erklärt euch jetzt außerdem noch unser kleiner Expertenbeitrag. Chlorophyll, also der Wirkstoff in Papa Türk, ist eigentlich der grüne Farbstoff in Pflanzen. Aber er kann noch mehr. Wenn man normalerweise einen Döner isst, wird dieser im Körper durch Bakterien und Enzyme zersetzt. Dabei werden übel riechende Stoffwechselprodukte freigesetzt. Das Chlorophyll hemmt die proteolytische Aktivität dieser Enzyme und damit auch die Geruchsbildung. Na, ich hoffe, ihr seid jetzt ein bisschen schlauer. Chlorophyll wirkt übrigens auch bei stinkenden Hunden. Also vielleicht demnächst einfach mal ein bisschen Papa Türk ins Pedigree. Ich habe jetzt die Ehre, mich mal wieder selbst anzumoderieren. Macht ja sonst keiner die Arbeit. Ich war in Paderborn bei Paderborn passt in keine Schublade und habe mir ein bisschen interessante Musik angehört. Ich befinde mich gerade vor dem Multikult in Paderborn. Hier findet heute das 5-jährige Jubiläum von Paderborn passt in keine Schublade statt. Ein höchstgradig mysteriöser Titel. Was es damit auf sich hat, klären wir hoffentlich in diesem Beitrag. Mögen die Spiele beginnen. Nicht nur wer Rang und Namen hat, sondern auch neue Künstler aus Paderborn und Umgebung geben hier ihr Bestes. Für jeden ist etwas dabei. Doch was verbirgt sich hinter Paderborn passt in keine Schublade? Dirk hat sich mit den Veranstaltern Nico und Frederik zusammengesetzt und sich nach dem Konzept erkundigt. Ja, wir sind halt damals draufgekommen, einfach um eine Mischmasch-Veranstaltung zu machen. Also ich komme halt, ich habe bis September praktisch 2008 das Rabatz in Paderborn miterlebt, das besetzte Haus. Und da war es halt zum ersten Mal, dass auch mal Veranstaltungen waren, die ich erlebt habe, wo plötzlich eine Punkband mit einem Elektro-Act, mit einem Hip-Hop-Act an einem Abend friedlich zusammengespielt haben. Es war eine super geile Stimmung. Die Musiker waren begeistert, dass sie mal vor Publikum spielen konnten, was sie sonst nicht erreichen. Und darauf kam ich dann halt auf diese Idee. Und der Name soll halt nochmal unterschreiben. Paderborn ist einfach viel zu vielseitig, viel zu groß, um in eine Schublade zu packen. Paderborn ist vielseitig. Paderborn hat ganz viele Genres, ganz viele tolle Bands, ganz viele tolle Musiker, die sich hier halt auch eine Plattform haben, zum ersten Mal zu spielen, die eine Plattform haben, sich zu vernetzen. Darum geht's. Hinter dem Namen verbirgt sich also eine Mischmasch-Veranstaltung. Das erklärt auch das Line-Up.
Bloodwork und Even If I Fall versprechen feinsten Metalcore. Es gibt Ska, Punk und Reggae von den Beatburners, Schafe und Wölfe fahren die elektronische Schiene und Freaky Flav Nydriff sowie die Smash Brothers sind für ihren Sprechgesang bekannt. Aber was halten die Künstler von diesem Mix? Man lernt dann auch als Band immer wieder, wie man sich seine eigene Musik auch bei anderen Leuten verkauft oder wie die bei anderen Leuten ankommt. Das heißt, wir gehen jetzt demnächst zum Beispiel mit einer deutschen Hardrock-Band auf Tour als Reggae-Punk-Ska-Band. Und jetzt haben wir zum Beispiel letztens mit dieser Band schon mal vorher einen Auftritt gespielt. Das war zwar nicht hier, aber es ist dasselbe Prinzip. Es sind zwei verschiedene Musikstile und auch verschiedene Publikums, die da kommen. Und man besteht vor beiden. Oder eben nicht. Aber das kann man dann ausfinden. Euer Auftritt, gerade vorbei, ihr seid noch völlig verschwitzt. Wie war's? Ja, super gut. Ja, prima. Spaß gemacht? Ja, fast 6 Uhr. Ihr seht aus, als hätte Spaß gemacht. Ja, du siehst auch aus, als hätte Spaß gemacht. Ja, ich hab's von hinten gesehen und es war toll. Es war geil. Schön, dass ihr so schwitzt. Das ist wirklich sehr ehrlich. Man sieht, die Bands feiern dieses farbenfrohe Event. Bleibt nur zu hoffen, dass es den Zuschauern nicht zu bunt wird. Wir haben nachgefragt, was beim Publikum gut ankommt. Was ist grundsätzlich die Musik, die du so hörst? Alternative, Indie Stoner, alles Mögliche. Was hört ihr so für Mucke? Ja doch, Helene Fischer, ständig. Ja, nein. Nonstop, stimmt nicht. Macht er nicht. Nein. Was, keine Ahnung, kann man nicht pauschalisieren. Alles, was mit Gitarren irgendwie, Rock, Metal, alles, was anschiebt. Das heißt, euch sagt es auch zu, dass hier so ein Musikmix ist? Ja. Dann mach mal die Hip-Hop raus. Hip-Hop muss es nicht sein. Okay, also euch wäre es quasi ohne Hip-Hop lieber? Ja, ja. Was muss eine Band tun, damit du dir hier ihre CD mitnimmst? Eigentlich muss sie mir nur gefallen und dann kommt das schon von allein. Auch zum Beispiel Hip-Hop? Auch Hip-Hop. Finde ich gut. Wenn ich bedenke, dass ich mir das zu Hause anhören kann, kein Problem. Und was hören unsere Veranstalter? Ich habe keine spezielle Musikrichtung, auf die ich mich jetzt festlegen würde. Ich höre auch über Hip-Hop, Reggae, Jazz, Funk, Punk, Rock, Metal, alles. Der Musikmix kommt gut an. Nur beim Thema Hip-Hop scheiden sich die Geister. Fragen wir doch mal die Smash Brothers, einen der Hip-Hop-Acts an diesem Abend. Wenn die Leute ein bisschen abgehen und ein bisschen feiern, gerade bei so einer Veranstaltung wie heute, Paderborn passt in keine Schublade, wo auch wirklich viele verschiedene Musikfans da sind, so aus der Rock-Richtung, Reggae-Richtung, Metal, Hip-Hop und so weiter. Und wir haben schon wieder ein bisschen positives Feedback bekommen, so von Leuten, eigentlich höre ich eure Musik gar nicht, aber es hat mir gefallen. Und das ist immer so eigentlich der größte Respekt, den man kriegen kann, wenn man Leute auch anspricht, die eigentlich gar nicht so Hip-Hop hören und sowas. Aber war auf jeden Fall cool, hat uns Spaß gemacht. In Paderborn funktioniert es, glaube ich, ganz gut. Also da es hier auch sehr viel musikalisch gibt und wir auch an der anderen Musik Interesse haben. Es gibt natürlich auch die Leute, die dann ihr Ding durchziehen, hauen dann ab, feiern die anderen Bands auch nicht und die werden auch, glaube ich, dann auch nicht respektiert. Die dann nur sagen so, ey, wir machen nur diesen Hip-Hop und alles andere ist scheiße. Ich denke, wenn man mit der Einstellung hier hinkommt, dass man Musik mag und nicht nur eine Richtung, dann funktioniert's. Und die Leute, die hier sind, sind scheinbar so und irgendwie klappt das in Paderborn. Ich glaube, mehr Grinsen im Publikum gesehen zu haben, nachdem wir auf der Bühne standen und dann fühle ich mich auch schon zufrieden. Positives Feedback, na wenn das nicht im Sinne des Erfinders ist. Es ist mega friedlich, es wird von allen gut aufgefasst. Die Leute sind eher dankbar darüber, dass sie auch mal über einen musikalischen Tellerrand hinausblicken können. Und wir am Anfang, alle haben mich für verrückt erklärt. Du kannst doch nicht eine Metal-Band mit einer Punk-Band mit einer Hip-Hop-Band an einen Abend spielen lassen. Und ich habe gesagt, doch, ich probiere es aus. Ja, und es klappt. Und es stimmt tatsächlich, man hat sich lieb. Ich finde, dass Manni hübsch ist und dass Max hübsch ist und Fritz ist noch viel hübscher. Super geile Bands, gute Leute. Ja, war ganz geil, ne? Also so Elektro, ab und zu auch mal ganz nett. Nicht immer, aber... Also ich kenne die Jungs von früher von ein paar anderen Bands und das war was komplett anderes, aber der Song ist schon echt, der Sound ist echt ziemlich geil. Das Publikum ist sich einig und diese Stimmung überträgt sich auf die Bühne. So kann der Abend gerne weitergehen. So, das war's dann von unserer Seite von Paderborn, passt in keine Schublade. Ich fasse nochmal kurz zusammen, hier gibt es nichts, was es nicht gibt, nur Intoleranz und schlechte Laune, die bleibt bitte schön draußen. Wir schweben jetzt noch auf dieser Welle von Harmonie durch den restlichen Abend und wünschen euch einen guten Tag.
Dieses harmonische Gefühl, ich werde es für immer in meinem Herzen tragen. Es war wirklich sehr schön. Jetzt kommen wir auch ganz harmonisch zum Ende unserer Sendung. Wir haben noch zwei Punkte auf der Tagesordnung, auf die ihr euch bestimmt schon gefreut habt. Und zwar will ich zuerst die Gewinner des DevClothing-Gewinnspiels bekannt geben. Gewonnen haben Philipp und Agathe aus Bielefeld. Wir werden uns die Tage bei euch melden. Kaum ist das eine Gewinnspiel vorbei, haben wir auch schon das nächste für euch. Und zwar gibt es einmal zwei Flaschen Papa Türk zu gewinnen. Der Name Papa Türk stammt von dem Lieblingsdönerladen der beiden Erfinder. Ob das die beste Wahl war, man kann sich drüber streiten. Wir wissen aber, dass ihr sicherlich auch tolle Namensvorschläge dafür hättet. Schreibt sie uns in die Kommentare und wir verlosen dann unter den besten Einsendungen einmal zwei Flaschen Papa Türk. Ich wünsche euch viel Glück, verabschiede mich, sage bleibt uns treu, empfehlt uns weiter. Ciao. Jetzt muss ich erstmal in dieses Harmoniegefühl wieder reingehen. Scheiße. Stimmung! Oh, oh, meh, oh, scheiße. Was soll ich da denken? Von Hipster, euer Musik- und Lifestyle-Magazin. Ich habe mir vorgenommen, demnächst etwas dezenter zu moderieren und das ist der erste Versuch. Quatsch. Ganz ein bisschen grinsen, nur ein bisschen. Und dann grüße ich noch meine Mama und Onkel Karl.